Wir befinden uns hier im historischen Schafstall des Stiftes Obernkirchen, ein Gebäude aus dem Jahr 1334. Und das ist etwas ganz Besonderes, es ist nämlich ein fast vollständig erhaltenes historisches Wirtschaftsgebäude. Nicht nur was die steinernen Umfassungsmauern angeht, sondern eben auch die hölzerne Tragstruktur, der Ausbau teilweise, die Fenstergitter, auch der historische Schüttboden ist im Obergeschoss noch vollständig erhalten. Bei den Sanierungsarbeiten haben wir uns davon leiten lassen, dass wir im Grunde eine konservatorische Sicherung des Bestandes als Leitlinie einsetzen wollten. Und zwar wichtig, nicht die Tragstruktur zu optimieren, sondern das, was wir noch an tragenden, an stützenden Bauteilen haben, dass wir das noch einsetzen können, so ertüchtigen, dass wir die Grundsubstanz des Schafstalls im Grunde komplett erhalten können. Der Schafstall war in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Nicht nur was die Tragstruktur des Daches angeht, was die Dacheindeckung mit den Solling-Dachsteinen anging, sondern insbesondere auch, was die nördliche Erdgeschosswand angeht. Dort war es so, dass durch die Hanglage, die wir hier im Wirtschaftshof des Stiftes vorfinden, der Erddruck an der Wand so massiv anlag, dass sie drohte einzuknicken und somit eben der Schafstall einzustürzen. Und insofern haben wir hier einen Entlastungsgraben erstellt, um die Nordwand von dem massiven Erddruck zu befreien. Insgesamt waren 12 Gewerke tätig. Eines der größten Hauptgewerke ist der Dachdecker gewesen, mit der Neudeckung des Schafstalls mit Sollingplatten. Dabei wurden 50% der alten Sollingplatten wiederverwandt. Die Besonderheit bei dieser Deckung mit den Sollingplatten ist, dass man früher schmiedeeiserne Nägel benutzt hat und heute auf Kupfernägel zurückgreift, weil die Kupfernägel eben ein Abrosten und so weiter verhindern. Also in diesem Bereich, unteren Bereich des Schafstalls, wurde durch den Zimmermann die Ertüchtigung laut Statik durchgeführt. Das in alter zimmermannsmäßiger Handwerkskunst, dort vorne mit Versatz, hier mit Blatt und dann eben auch fehlende Stütze, fehlende Konsole, die nachträglich aus statischen Gründen wieder eingezogen werden mussten. Als Planerin ist so eine Aufgabe, die überhaupt kein Raumprogramm voraussetzt, also eine Aufgabe völlig ohne jeden Zwang, ein wahres Geschenk. Wir mussten uns nicht überlegen, wo können 8 Toiletten hin? Wie können wir gewährleisten, dass jeder Sitzplatz mit 500 Lux Lichtstärke ausgerichtet ist? Wir konnten ganz unvoreingenommen genau gucken, was für räumliche Qualitäten sind da. Und dann hat man schon gesehen, hier steht ein ganz tolles Gebäudeensemble, was das Stiftsgelände zur Straße hin als Wirtschaftshof abschließt. In der freigelegten, rund 800 Jahre alten Substanz sind nun in den Sommermonaten ganz flexible Veranstaltungen möglich, wie Ausstellungen, Lesungen, im Gang, in dem Schafstall. Alles nicht auf Hightech-Level, dafür aber in einer ganz besonderen Atmosphäre. Ich habe größte Ehrfurcht vor solchen Gebäuden, die nach so vielen Jahrhunderten noch solch eine Ausstrahlung haben und die so jenseits von modischem Schnickschnack, modischen Strömungen ganz selbstbewusst hier stehen. Da ziehe ich meinen Hut vor.